Ich bin die Trainerin der Tanzgarde der Altstadener Bären und wir haben im letzten Jahr das Projekt Inklusion im Karneval ins Leben gerufen. Wir trainieren jetzt seit März. Das hat von der ersten Minute oder von der ersten Stunde eigentlich auch recht gut funktioniert. Die Lebenshilfe, da sind ja ganz viele Menschen mit Behinderung auch. Und die feiern so einen schönen Karneval. Die Veranstaltung hat so ein bisschen Besonderes an sich, weil das ist eine große öffentliche Veranstaltung, wo Menschen mit und ohne Handicap einfach zusammen feiern. Heute haben wir ein ganz besonderes Publikum, das heißt, es sind also Publikum mit Behinderungen. Und wo die Anfrage kam, habe ich gesagt, okay, gut, mache ich natürlich ganz gerne. Das Highlight ist natürlich heute Jürgen Drews. Ich war schon mal hier, in Oberhausen sowieso, aber bei der Lebenshilfe. Da war ich vor 2 Jahren, soweit ich mich erinnern kann. Ich weiß nur, dass die mich sehr nett aufgenommen haben. Nach dieser ersten Session, die wir jetzt durchlaufen haben, wird sich die Gruppe vergrößern. Wir haben also geplant, mit Talenttagen etc. zu arbeiten. Es folgen noch viele Auftritte im Karneval, jetzt in Mülheim und am Sonntag im Steffis nach dem Zug. Und Spaß hat am Tanzen, meldet sich bei den Altstadener Bären, bei der Margit Fink. Ja, dann brauchst du einfach Lust am Tanzen, Spaß am Karneval und die Liebe zur Musik solltest du haben. Und mehr braucht man eigentlich nicht. Den Rest lernst du alles bei uns.